Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA-Video. Heute gibt es etwas extrem Aufwendiges. Wir stecken echt mehrere Tage Arbeit drin, denn wir erzielen in so gut wie jedem FIFA-Teil ein Traumtor. Um dieses Video zu machen, musste ich mir erstmal alle FIFA-Teile besorgen, dann natürlich jedes davon zocken, in jedem ein Traumtor machen, was teilweise übertrieben schwer war. Aber es hat sich gelohnt. Es sind so viele absolut geile Tore gefallen. Ich glaube, das Video ist richtig, richtig geil anzusehen. Vielleicht eines meiner Lieblingsvideos der letzten Monate. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich da so viel Arbeit reingesteckt habe. Und wenn ihr eventuell möchtet, dass nächster Zeit so etwas Ähnliches nochmal mit Freistoßtoren, Elfmetertoren oder sonstigen Sachen kommt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da sehen möchtet. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches der ganzen Tore in diesem Video euer Lieblingstor ist, weil ich denke, da ist für jeden Geschmack auf jeden Fall was mit dabei. Nach hinten heraus werden ab und zu mal ein, zwei FIFA-Teile übersprungen, weil sich in denen kaum irgendwas verändert hat und die Tore sonst genau die gleichen wären. Aber prinzipiell haben wir hier so viele verschiedene FIFA-Teile, so viele verschiedene Tore. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Let's go. Das erste Traumtor soll direkt besonders nice sein. Wir schicken Kimmich auf Reise. So, einmal so tun, als würden wir in die Mitte ziehen. Nice. Kimmich mit der Hacke. Let's go. Kimmich mit so einem Traumtor. Oha, das war krass. Das war krass. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in der Wiederholung geben. Ich denke, das ist ein guter Start in dieses Video. Einfach mit der Hacke. Perfekt ins lange Eck. Zur 4-3-Führung. Puh. Dann. Schön gemacht. Zack. Jovic auf Mbappé. Schöner Hackenpass. Und wenn wir schon dabei sind, dann kommt er auch mit der Hacke. Und dann fliegt er rein. Was ist das für ein Jubel, Digga? Mbappé. Was ein geiler Scorpion-Kick, Mann. Was ein geisteskranker Scorpion-Kick. Ich habe ungelogen die Disc gerade erst reingetan. Bin hier in meinem ersten Match. Mein erster Schuss ist das. Und er kommt direkt so, ey. Boah, FIFA 20, was ein Spiel. FIFA 19, da erinnere ich mich doch an was. Komm schon. Ja, genau das, genau das. Was war das? Junge, was ein geiles Tor. Diese Flugkurve, die muss ich nochmal sehen. Cristiano Ronaldo. Bisschen am Fax machen und dann diese Volleys, ey. Ich habe sie geliebt, ich habe sie geliebt. So, ein, zwei Verteidiger stellen uns hier in den Weg. Aber ob die uns stoppen können, ist die andere Frage. R9. R9 mit dem Rabona-Tor. Was? Die Tricks waren ja so krank getimed. Und der Schuss war auch noch perfekt. Ich dachte, der Ball wäre weg. Und dann klaut man sich den nochmal zurück. Also das Tor. Oh, das ist richtig fresh. Wie gut die Gegner rausgetrickst wurden die ganze Zeit. Und dann zack, der Gegner will klären. Nix, nix, nix. Und dann ist er drin. Und so ein schöner Rabona. Ho, 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 ho. Okay, da es vielleicht auch ein, zwei Leute unter den Zuschauern gibt, die Kombination Spiel und Tiki-Taka ein bisschen cooler und ansehnlicher finden als Tricks, versuchen wir uns für die jetzt mit Kombinationsspiel durch das gegnerische Team zu arbeiten. Sieht auf jeden Fall soweit nicht zu schlecht aus. Und Zlatan Ibrahimovic macht auch einen Trickschuss am Ende. Dann war alles dabei, würde ich sagen. Pässe, Trickpässe, Trickschuss. Alles in einem Angriff kombiniert. Schön gemacht. Und das 1 gegen 1 mit dem Keeper hier lässig genutzt. Ja, Mann. Messi nimmt sich den mal hoch. Falsche Richtung, deswegen kommt der Flick. Und er trifft ihn perfekt. Einmal antäuschen, dass man nach hinten geht. Umdrehen und ab aufs gegnerische Tor zimmern. Alter. Schön gemacht. Boah, der war auch richtig. Boah, ja, okay, nee, kannst nichts machen. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Da kann jeder am Tor sein. Digga, was ein Strahl. Ich würde sagen, wir bauen direkt mal Tempo auf, weil Tempo ist auf jeden Fall vorhanden, wie man sieht. Schön den Kollegen stehen gelassen. Nächster Mann kommt. Der wird auch ausgefummelt. Richtig stark. War das so ein Abschluss?
Den nehme ich auf jeden Fall mit. Wie lustig sah der denn aus? Der Gegner grätscht rein, gibt alles, hat den Ball quasi. Aber Ronaldo ist trotzdem nicht gestoppt. Der macht es ganz frech mit der Hacke. What? Ja, sehr fresh. Keeper auch komplett verwirrt, dass da plötzlich noch ein Schuss kommt. Ribéry. Schön gemacht. Wo ist Robben? Ich will, dass die beiden Legenden zusammen was auf die Beine stellen. Aber gut, wenn wir nur andere Anspielstationen haben, ist das notfalls auch in Ordnung. Aber das ist am Ende Arjen Robben. Die beiden in Kombination, genauso wie ich es haben wollte. Traumhaft. Hat er sich freigerannt am langen Posten. Er war ready für den Seitfallzieher. Und er hat ihn perfekt dafür vorgelegt bekommen. Arjen Robben mit dem Treffer. Okay, ich erinnere mich an eine Eckball-Variante, die in dem FIFA ziemlich stark war. Der kann kommen. Was laberst du? Was laberst du? Dieses Spiel war cracked, was das anging. Ich habe teilweise Scorpion-Kicks hier nachgemacht, Volleys, Seitfallzieher. Und es klappt wirklich, wenn man es ein paar Mal probiert, ist es zu heftig. Okay, das einzige Tor, was wir nicht live machen, weil ich euch das Tor zeigen muss, das habe ich damals erzielt, in FIFA 12. Und guckt euch diesen Treffer einfach an. Rabona Freischuss zum Seitfallzieher-Pass zum Seitfallzieher-Tor. Das beste Tor, was ich in meiner gesamten FIFA-Karriere vielleicht gemacht habe. Ich habe damit bei KSI Top 5 Tore gewonnen. Der Typ ist inzwischen weltberühmt, Rapper, alles. Ich war damals bei einem Video, hab ein Headset gewonnen. Egal. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wildes Tor war das. Also wie gesagt, eines der besten Tore, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ist kein Abseits hier vorne. Ronaldo. Wir nehmen den mal einfach hoch. Cristiano. Ronaldo! What? Den setzt der mit so viel Kraft in die Ecke. Was geht denn bei ihm ab? Alter, schöner Aufsetzer. Machst du nix. Let's go. Wir probieren den perfekten Start in ein Match. Erste Minute. Und besser kannst du nicht an einem Match starten. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Junge? Erste Minute, es steht direkt 1-0, weil dieser Volley perfekt genommen wurde. Was ist hier passiert? Den müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in der Wiederholung geben. Zack, Keeper kam einen Schritt raus. Aber der ist so krass geflogen. Ich glaube, der wäre so oder so drin gewesen. Okay, Ibra hat was vor. Nämlich den ein oder anderen gegnerischen Verteidiger auszutricksen. So, 1-2 hätte er schon mal hinter sich gelassen. Ibra! Das war mal ein nicer Skillrun. Boah, die waren stark getimed, ey. 1-2 Gegner sind gut ins Leere gerutscht. Am Ende der Trick auch nochmal durch ein paar Leute durch. Und der Abschluss auch traumhaft. Ja, Touré wird verfolgt, juckt ihn aber nicht so sehr. So, kurze Drehung, Roulette, ab dafür, Henri. Boah, gut geflaxt! Und der Volley ist drin, mit dem schwachen Fuß, als ob. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der drin landet. Weil ich habe hier schon 1000 Schüsse rausgehauen, keiner war drin und der mit dem schwachen Fuß, der fliegt rein, hä? Aber gut, richtiger Glücksschuss nehme ich mit. Komm, Nani. Bisschen Tempo machen außen, sauber. Nani, bringt den rein. Und es ist ein Fallrückzieher-Tor. Es ist so schwer hier in diesen FIFA-Teilen, in dem man nicht tricksen kann, geile Tore zu machen. Aber ein Fallrückzieher, den gab es früher schon und den haben wir hier hinbekommen. Sehr, sehr nice über den Keeper rüber. Stark. Unsere FIFA 6 hatte schon Übersteiger und ein, zwei andere Tricks, die zu FIFA 7 einfach wieder rausgenommen wurden. Oh, das sieht nice aus. Oh mein Gott, Latte rein! Was ein Strahl! Und dann noch mit Aluminium. Und dann noch, ja, mit ein, zwei Tricks, das, was das Spiel halt hergibt, schön durch den Gegner durch. Boah, geiles Tor. Richtig nice.
So, Römer Kai und Ballack. Zack, zack. Bisschen Teamplay. Wie ist der reingegangen? What the fuck? What the fuck? Aus dem Stand? Das Publikum fühlt auf jeden Fall richtig. Sachen werden aufs Feld geworfen. Bengalos sind gezündet. Komm, dann geben wir denen auch direkt einen Grund zum Feiern. Der ist drin. Der ist einfach drin. Anderson. Bro. Jetzt haben die einen Grund zum Feiern. Was ist das denn? Oh mein Gott, vom Mittellinienkreis direkt rein. Und besser geht gar nicht. Genau in den Knick. Junge, was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Da kommen wir durch außen. Das sieht gut aus. Setzen wir uns ein bisschen ab. Schöne Flanke. Jetzt muss er nur den Fallrückzieher machen. Und er macht ihn. Er macht ihn, Jungs. Es ist so ein Krampf, diese alten FIFA-Teile zu spielen, weil ich die alle mit Tastatur zocken muss. Habt ihr schon mal FIFA mit Tastatur gezockt? Ich hoffe für euch nicht. Das ist so nervig. Aber wir haben trotz dessen, dass wir mit Tastatur spielen, hier ein Fallrückzieher-Tor hinbekommen. Darauf bin ich auf jeden Fall stolz. Sieht man hier vielleicht gleich nochmal in der Wiederholung. Ich meine, die Grafik ist jetzt auch nicht das Beste bei FIFA 2001. Aber hier sieht man die Flanke. Hier sieht man den Fallrückzieher. Perfekt. Den kleinen Trick wenigstens machen. Ballhüpfer. Und dann ziehen wir mal ab. Ah, was ein Schuss. Der ist drin? Never! Was passiert hier? Was? Hä, der ist durch die Latte durch. Egal, Tor ist Tor. Der geht einfach rein, what the fuck? Schöner Weitschuss, schöner Treffer, sehr, sehr nice. Da haben wir auch in FIFA 96 unser Traumtor gemacht. Dass der einfach reingeht, der war ein halbes Jahr unterwegs, der war nicht mal doll geschossen. Leider gibt es in diesem FIFA keine Wiederholungen. Komm schon. Ja, oh, ein Fallrückzieher. Das war einfach ein Fallrückzieher, what the fuck? Ich schieße hier seit einer halben Stunde aus der Distanz aufs Tor, weil ich mir denke, man kann sowieso nichts anderes machen außer Weitschüsse. Der wird die ganze Zeit pariert und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Fallrückzieher im Nachsetzen. Das nehme ich mit, so haben wir beides beim Tor, Weitschuss und Fallrückzieher. So, das war's soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was euer Lieblingstor in diesem Video war. Interessiert mich wirklich. Ich werde die Kommentare durchgehen und wenn da steht, mein Lieblingstor war das bei der Minute, meins war das bei der Minute, dann habe ich auf jeden Fall einen Überblick, was ihr am meisten feiert. Ob irgendwelche Scorpion-Kicks, Teamplay-Tore, Weitschüsse oder was auch immer. Ich bin raus, macht's gut, bis dann. Ciao.